Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest Hey, Together. hoho. So, und hier, Juhu. das wollte ich dem Felix gerade zeigen. Hier kann man jetzt zum Beispiel das hier ranbauen. Ja, sieht hübsch aus. Auf jeden Fall. Und Ich da finde, kannst du das macht auch auch mal ein bisschen Trophäen was. ranmachen, glaube ich. Weiß es nicht genau. So. Trophäen sind auch nicht schlecht. Guck mal, was man noch so bauen könnte, was jetzt wichtig ist. Mir fällt jetzt groß nichts ein, wir können noch ein Beet bauen, aber dafür haben wir jetzt eigentlich zu wenig Platz. Da müssten wir die Base mal ausbauen. Beet. Ein Beet, dass du Bären essen kannst, das macht man Ah nebenbei, ja, wenn man ein bisschen Hunger hat. Musst du da nicht immer das ist direkt eigentlich auf gar die nicht mal so Kacke gehen. schlecht. Plus, wie Was ist gesagt. ein Wallplanter? Den könnte man doch hier an der Wand machen, oder? Warplant, was? Wow. Bei Decorations auf der zweiten Seite ist ein Wallplanter. Decorations, zweite Seite. Was? Warte mal. Ist so ein Wandpflanzentopf, meinst du hier so ein. Kann man da auch Bären Ja, aber ich glaube, das geht nur an Holz. Also könnte man nur hier theoretisch an unser. Warte. Theoretisch könnte man es ja hinbauen, ne? Ja, warte. Bau mal. Ja, hier ist es ungünstig. Theoretisch müsste man das jetzt entweder hier. Oder dann ist es natürlich Ja, stimmt, schräg. hier könnte man es. Ja, hier ist es natürlich schräg. Guck, dann sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schön ist. Eher nicht. Ja, es ist. Und außerdem braucht es 25 Stöcke. Das ist ganz schön übertrieben, finde ich. Also ein bisschen. Könnte auch Spaß. Hier würde es doch gut passen, oder? An Oder? unserer Hütte dran. Ja, da können wir. Ja, auf jeden Fall, das sieht nicht schlecht aus. Sieht doch ganz gut aus. Oh, Mauer, da würde ich bitte eins Ein abbrennen. Stock. Ja, ich habe gar keine. Super. Das ist echt übertrieben für so ein kleines Stück. Naja. Ja, das. Man könnte ja auch aus dem Holz hier was machen, aber okay. Jo. Diese Tür, ey. Ein Träumchen ist das. Auf jeden Fall. Ich speichere mal kurz nebenbei, Mach das. bevor man das wieder vergisst. Ich muss echt, also mich erinnert es leicht, schon ein bisschen an das, was wir damals gebaut hatten, wenn du dich dran erinnerst. Ja, irgendwie Also schon, ne? das. Es ist sehr ähnlich. Weiß nicht, ob Auch das die noch ganzen jemand wirklich Ureinwohner, oder? kennt. Stimmt. Ja, man hat halt auch einen relativ gleichen Baustil, ne? Ja, man baut halt immer so effizient, wie es geht. Und ich meine, Aber ich hast finde, recht, das. der wirklich extrem aus. Das sieht eigentlich genauso aus. Aber hier ist nicht die geile Hängebrücke, die wir das letzte Richtig, Mal hatten. richtig. Die könnte man ja noch bauen, aber das Die ist kommt halt. dann Eigentlich ist noch. es umständlich. Also, ich sag mal so, wenn wir hier hinten die Treppe haben und noch diese Plattform oder was auch immer, dann kann man darüber nachdenken. Bloß jetzt lohnt sich das nicht, Och, weil warum ich find's sollten. auf jeden Fall witzig später. Ja, auf jeden Fall, das kann man sagen. Ich werde jetzt erstmal Baumstämme sammeln, dass wir hier oben das Dach mal fertig bekommen. Dass wir das Stimmt, Kapitel mal das abschließen. ist eine gute Idee. Man will ja auch mal abschließen können, Genau. ne? Wichtig. Ich habe ganz schön Hunger. Hier ist auch ein Fisch, aber ich habe leider keinen Speer. Ich sammle dann gleich nochmal Fische. Ah, das wäre natürlich sehr supi. Premium. Huch, hier ist ein Vogel gespawnt. So. So, hungry, find something to eat. Ja, das wissen wir schon. Wie immer. Ja, so ist das Leben, ne? Ist auch jedes Mal eine Herausforderung. Immer muss man sich in der Wildnis was zu essen suchen. Das ist, wie gesagt, wir kennen es ja Ja, nicht anders. oder Wir sind ja aufgewachsen. an solchen neuartigen Supermärkten, aber ich weiß nicht so recht, ob ich dem vertrauen kann. So super sind die Man nicht. weiß ja Also, nie. keine Ahnung. So super sind die nicht, ja. Da gehe ich lieber in ein anderes Land einkaufen, ins gute alte Kaufland. Ja, das Kaufland. Aber auch dem traue ich nicht so ganz, denn manche sagen ja, ich wäre etwas paranoid und mein Apotheker wollte mir etwas gegen Paranoia verschreiben. Aber ich traue dem nicht. Die stecken doch alle unter einer Decke. So nach dem Was Motto. für schlechte Witze. Ja. Aber damit müsst ihr jetzt leben. Dann müssen Sie jetzt leben, die Zuschauer. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe sogar noch einen schlechteren Witz, aber das ist echt übelst schlecht. Ich weiß nicht, ob du den antun willst. Hebt ihr den mal für einen passenden Moment auf, Für wenn schlechte wirklich. Ja, Zeiten, genau. ne? Was ich gerade sagen wollte, mir ist es echt gut gelungen, diese Baumstämme nebeneinander zu setzen hier. Also
muss ich mich mal selbst loben. Das habe ich sonst nie so gut hinbekommen. Weil das Ja, ist ich find's gut. ja, das sieht da wirklich nicht schlecht aus. Aber er will es nicht so richtig bauen, ach jetzt. Nicht wirklich knapp nebeneinander. Nicht gedacht. So. Ach, ich finde unsere Base hübsch. Ah, das wollte ich hübsch. Könnt ihr EU-Einwohner nicht mitteilen. Nee. Huch. Und du hast sie verärgert. Ja, die hören uns natürlich die ganze Zeit zu, ne? Das ist schlecht. Wenn du wüsstest, wie die Story ausgeht. Oha. Belauschen die uns etwa die ganze Zeit? Kann so viel verraten, dass wir deswegen abgestürzt sind. Okay. Ist halt ein bisschen. Ah, da bin ich gespannt aufs Ende. Die Story nicht mal so, also ich verstehe sie nicht so richtig. Also ich verstehe es irgendwo schon, aber Okay. fertig. Ich habe da übrigens mal ein Lizard mit auf den Grill gehauen. Ah, nice. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, was das so wird. Und hier regnet es übrigens immer noch rein. Aber das ist nicht so schlimm, weil es sieht halt immer noch gemütlich aus. Ach, es ist ja eigentlich ganz gut für unsere Schildkröte. So, ich esse mal ein. Ich habe auch einen. War auch gerade fertig. To-Do-Liste Yam, aktualisiert. yam, yam. Einmal auf die To-Do-Liste schauen. Die To-Do-Liste. Was sagt sie denn? Ich Sinte find, mein Tingli. momentaner Zustand ist auf jeden Fall gerade gut. Find a missing plane passenger, sagt er mir. Rüstung To craft the 20. item. Durst habe ich ein bisschen. Finde Timmy, baue dein Lager, finde und koche Essen. Finde die vermissten Flugwegpassagiere. Oh ja, die findet man eh nicht. Also, das sind so viele. So, die sind doch alle tot, denke ich, ne? Ja, du musst dann die kurz angucken und dann. Ach, keine Ahnung, das ist umständlich. Also, das ist dann eher Zufallsfound. Okay. Vor allem auch Found. Nein, huch, neben mir ist einer. Ich habe doch gerade im Buch geguckt. Wie kann ich Können wir nicht? nicht auch Pfeil und Bogen bauen? Ja, können wir auch bauen. Wir können sogar den modernen Bogen finden. Das wäre natürlich noch Das besser. eben sein. Effigies. Ah ja, Effigies sind wahrscheinlich dann ja so die Abschreckteile. Oh, richtig. Ich Das hab gerade brauchen wir gezielt. auch mal. So. Yeah. So, Feuer anzünden. Ich habe bloß noch drei Blätter. Ich muss jetzt mal ein bisschen Blätter suchen. Das ist hier oben echt ganz komisch. Also so Büsche oder irgendwas gibt es hier nicht. So. Zwei Blätter gesammelt. Blätter an sich sind eigentlich kein Problem, aber. Was denn? Oh nein, ich habe aus Versehen das Feuer weggeschlagen. Ja, da sind wir Aber jetzt. lass mich das fixen. Ich habe eh schon alles fast. Gut. Oh Mann, warum passiert mir Ja, das das? passiert, aber ist mir auch schon passiert. Man schlägt aus Versehen und dann geht's schneller als Ah, man denkt. ist trotzdem peinlich, du. Stimmt. Das sehen doch die ganzen Leute. Ja, stimmt. Okay, ich bin nicht dazu. Ganze Welt weiß jetzt, dass ich das gemacht habe. Also du hast recht, an Stücken mangelt es hier Ja, übelst. hier unten geht's, wo ich Ich gerade finde bin. nicht mal ein. Ich glaube, ich bin jetzt, aber das ist halt auch ziemlich weit weg. Ich will ja eigentlich nicht immer runterrennen, um Stöcke zu holen. Wo es geht, vielleicht sogar noch. Ist noch ein Baumstamm, den nehme ich mal mit. So, ich sammle gerade ein paar Blätter. Mal das Reh an. Oh, das schreit ja. Um Gottes Willen. Das Reh schreit. Das Reh schreit, ja. Ich bei mir, das ist nicht so wirklich Wo du es angezündet geschrien. hast. Vielleicht hast du gerade. Angezündet habe ich es nicht. Da sind gerade drei Rehe gespawnt, einfach so neben mir. Wenn du die an. Oder es hat geschreit und ich habe es gar nicht für wahr genommen. Geschrien. Das kann auch sein. Ja, stimmt, hat geschrien. Ja, die sterben halt dann instant, wenn du die anzündest. Instant, okay. Also nicht instant, die rennen kurz weg, schreien ein bisschen. Dann fangen die Schreien irgendwie ein um. bisschen und dann sind sie tot. Ah, du wirst lachen. Die Vergangenheitsform von winken heißt tatsächlich gewinkt. Auch wenn es bescheuert klingt. Na, Bank klingt nicht viel Aber besser. das. Also muss ich ehrlich mal kurz sagen. Ja, viele denken ja, es ist wunken, aber nein, es ist tatsächlich gewinkt.
Wank. Und wieder was dazugelernt. Für was brauchen wir eigentlich diesen Baumstamm? Das würde mich mal interessieren. Baumstamm? Ja, guck mal unten, steht doch Sammel einen Baumstamm. Ach so, stimmt. Gaffer Sticks 28, also für das Teilchen. Ach, hier ist noch ein Baumstamm. Ist da notwendig? Wenn nicht, mach ihn weg. Das ist in deinem Ofen das Teil, aber den sieht man jetzt eh nicht mehr. Okay. Hier, siehst du das? Ja, genau, aber kannst du ihn trotzdem bauen, wenn es geht. Warte, ich kann den gerne bauen. Hier liegt, sind ja welche. Gut. Wir bräuchten noch einen Stock, hast du den zufällig? Ja, ich habe noch viele Stück. Wo brauchst du den? Alles gut. Hier. Dazu. So, warum brennt da draußen ein... Ja, keine Ahnung. So, hier Stöcke ranbauen. Da brauchen wir jetzt noch 15 Stöcke. Oh, ein Regenbogen. Für die Aufnahme hier oben, ey. Ui. Yay. Nachts ein Regenbogen ja. Ohne Regen. Okay. Das Witzige ist, jetzt ist auch schon die Folge vorbei. Das war also ein Zeichen. Genau. Wie immer. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, stimmt, wie immer. Es ist immer alles ein Zeichen. Mhm. Setz ihn mit auf die Bank. Das ist echt gemütlich. Aber lauf am besten von der anderen Seite ran. Okay, gut. Also, weil nicht, dass dich verbrennt. So. Deine Füße sind einfach im Feuer. Naja, ich wärme sie halt. Ne? Das ist ganz wichtig. So. Kalte Füße sind nicht schön und deshalb wärmt immer schön eure Füße. Das ist wichtig. Vor allem bei unseren Folgen, wenn die Witze wieder so schlecht sind. Genau. Mit diesen Weisheiten beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüssi.